Habt ihr zwei denn auch Läuse? Ja, Maya hat uns diese Läuse-Geschichte eingebrockt. Willi! Na toll, Maya, darauf kannst du echt stolz sein. Aber warum sollen wir dann zu euch reinhüpfen, hä? Huh? Na, weil der Lavendel die Läuse vertreibt. Jetzt stellt euch nicht so an. Kommt rein, dann seid ihr die Biester schnell los. Was soll's, schaden kann es jedenfalls nicht. Ich versuch's. Ah, das tut gut. Es funktioniert. Das habt ihr wirklich gut gemacht, ihr zwei. Wie heißt das alte Bienensprichwort? Läuse, die baden, beißen nicht. Badezeit für alle. Los, rein mit euch. Überbringen wir der Königin die gute Nachricht. Oh nein, es geht schon wieder los. Der Lavendel hat wohl doch nicht geholfen. Oh nein. Oh je, die Läuse sind überall. Sie sind überall im Bienenstock. Halt, bleib draußen. Die Läuse sind im Bienenstock. Der ganze Bienenstock ist verseucht. Ich muss sofort die Königin da rausholen. Was machen wir denn jetzt bloß? Wir brauchen einen neuen Bienenstock, aber dann müssen alle Larven umziehen. Was für ein Aufwand, oh je! Und ich muss das alles organisieren. Augenblick, ich hab da eine Idee. Stehe zu Diensten, Maya. Paul und seine Truppe werden den Stock säubern. Ameisen im Bienenstock? Niemals! Also wirklich, Maya, erst schleppst du uns Läuse an und dann Ameisen. Ruhe! Sag mir doch mal, was du vorhast, Maya. Der Plan klingt gut. Lassen wir Maya das Problem lösen. Sie hat uns die Sache ja auch eingebrockt. Ticke-Tacke, ticke-Tacke, hoi, hoi, hoi. Ticke-Tacke, ticke-Tacke, hoi, hoi, hoi. Und Drossenmänner. Männer, 3, 2, 1 und Tropfenmarsch. Das stinkt ja doller als Bens Mieskugel. Yeah. Eure Majestät, im Bienenstock gibt es keine einzige Laus mehr. Danke, Paul. Ihr habt unseren Bienenstock gerettet. Als Dankeschön gibt's eine extra Portion Honig. Vielen Dank, Eure Majestät. Hey, krieg ich denn keine extra Portion Honig? Ich hab auch geholfen.